Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 3. Oktober, schon mittlerweile kurz vor 14 Uhr und man merkt, wir haben Feiertag, es fühlt sich an wie Sonntag. Ja, wir haben heute Morgen ganz einigermaßen entspannt den Morgen angefangen, gefrühstückt zusammen und dann wurden Sachen zusammengepackt wie Trinken und so weiter, denn heute war eine Schulveranstaltung, da konnten die Kinder dann oder sind die Kinder 1000 Meter gelaufen und eben gegen andere Schulen angetreten. War ganz schön, die Kinder hatten Spaß und ja, zum Schluss hat jeder eine schöne Medaille bekommen. Und ja, Emma hat heute das erste Mal mitgemacht, hatte er es überhaupt gar keine Lust. Aber zum Schluss, oder beziehungsweise als sie dann da war, merkte man, die hat richtig Spaß. Und sie hat gesagt, sie freut sich schon auf nächstes Jahr. Das ist natürlich schön. Ja, anschließend haben wir uns was zu essen geholt, haben dann hier zu Hause gegessen. Und jetzt ist, wie gesagt, so ein Schmuddelsonntag, wollte ich sagen. So ein, ja, wie sagt man? Auf der Couch sitzen und nichts tun ist angesagt, genau. Ich habe heute Morgen hier aufgeräumt, gesaugt und so weiter und so fort. Wollte auch waschen, glaube ich, habe ich aber keine Lust zu. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht kommt das zur späteren Stunde noch. Aber ja, jetzt habe ich da nicht wirklich Lust zu. Ja, der Udo, der ist draußen, der ist irgendwie hinten die Hütte am Aufräumen. Der Lenny ist unterwegs und Emma und ich sitzen auf der Couch, oder jetzt gerade stehe ich hier, aber sie sitzen auf der Couch und sind eingemümmelt. Genau, sonst ist bisher nichts passiert. Ich glaube, heute wird auch nichts mehr Besonderes sein, aber wenn, dann werdet ihr das natürlich sehen. Wir haben mittlerweile 5:30. Wir haben heute Morgen wirklich Glück gehabt mit dem Wetter, denn von, ich sag mal, 2 bis kurz nach 5 hat er den einen durch Bindfäden geregnet. Also hat der Herrgott doch mit uns gut gemeint und ja, das ist trocken geblieben. Ja, der Udo ist mit der Kleinen draußen, keine Ahnung, was die da fabrizieren. Der Lenny ist unterwegs und ich sitze am Sofa und versuche zu häkeln. Ich übe immer noch. Ja, mal gucken, was heute noch so ansteht, was noch so gemacht wird. Wir lassen uns überraschen. Ich habe gerade Tränen in den Augen gehabt und ich zeige euch gleich warum. Udo hat ein Feuerchen angemacht, ich war ja drin gewesen und wurde auf einmal rausgerufen. Ich zeige euch jetzt warum. Also nicht wegen der Wiese hier. Deswegen auch nicht. Guckt euch das mal an. Ich habe mein Werbungsschild extra stehen, alles ist selbst bezahlt gekauft. Guckt mal, der hat uns hier hinten wieder den Tisch aufgebaut. Hier sind Hotdog-Würstchen. Das Brot wird unter der Rotlichtlampe gewärmt. Hier, oh Gott, das ist für mich, oh, Marzipankartoffeln und die liebt der Udo hier, die Dinger. Der Schoko-Taler-Teil, Zimtsterne neben den Röstzwiebeln und dem Spekulatius. Ist das nicht mega? Ich habe mich riesig gefreut. Ach ja. Und dann habe ich, kann man das erkennen, rosane Flamingo-Eierbecher gekriegt. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Genau, und wir genießen jetzt hier den Abend. Guck mal, wir machen das hier vom Feuer schön. Oder das warm schon alleine, wo ich hier stehe. Oh, richtig angenehm. Und das war so lecker. Die Überraschung ist dem Udo echt gelungen. Ne, mein Spatzel, wo bist du denn? Da. Lach mal. Der guckt immer so brummig. Dabei ist er gar nicht immer so brummig. Da seht ihr, der kann auch lachen. Das ist so heiß hier vor. Also ich glaube, wir sind gleich geröstet. Du kannst dich auch bewegen. Oder warst du beim Arzt? Oh, hast du aber toll bewegt. Genau, wir genießen das Feuerchen. Und dann geht's gleich ab ins Bett. Schlafen.
Hallo meine Lieben, wir haben heute Freitag, den 4. Oktober, morgens um 7 Uhr. Ja, es regnet gerade. Wir haben heute frei, es schlafen auch noch alle. Wer ist wach? Genau, Steffi. Naja, ich genieße nochmal die Ruhe hier und warte, bis meine Leute wach sind und dann werden wir zusammen frühstücken. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende, einen guten Start und wir sehen uns später. Hier ist reges Vogeltreiben, da unten die Tauben, am Haus die Spatzen und Meisen gerade und auf dem Zaun die Meisen. Und auch hier wird gefuttert. Und was von oben runterfällt, nehmen die Spatzen sich direkt mit. Und naschen das weg. Ach, das liebe ich. So, jetzt seht ihr mich auch mal. Guten Morgen. Wir haben 11 Uhr. Und ich komme auch mal dazu, ins Badezimmer zu gehen. Ja, Udo ist mit der Kleinen unterwegs, Lenny spielt. Und ich habe bis jetzt gerade Haushalt gemacht. Habe mal wieder von oben, komplett oben alles runtergesaugt. Und die ganzen gefalteten Wäschekörbe, mittlerweile waren ja 2,5 Stück, eingeräumt in die Schränke. Die Kinderzimmer auch durchgesaugt und dann habe ich von oben bis unten runter gewischt. Ja, ganz normal hier aufgeräumt. Ich bin nebenher am Waschen und da dachte ich, jetzt gehst du mal ins Badezimmer und machst dich auch mal fertig. Kannst ja nicht immer wie Schlumpumpel rumrennen. Ja, so sieht das aus. Spülmaschine läuft, Waschmaschine läuft. Dann heißt das für mich erstmal ein paar Minuten Freizeit. Genau, Wetter ist wieder bombig. Es regnet wieder nur. Wir haben echt gestern so Glück gehabt. Auch abends mit dem Feuerchen. Das war richtig schön gewesen. Denn heute spinnt meine Stimme ein bisschen. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Aber das ist so. Genau, gleich kommt mein Neffe und sonst steht heute nichts mehr an. Tja, ich warte jetzt auf den Udo, der stellt mir dann die Einkäufe wieder hin und dann sieht er wieder aus wie vorher. Heute gibt es Reibekuchen mit Apfelmus. Wir haben kurz nach 8 und bei uns ist jetzt so langsam, wie sagt man, der Abend eingekehrt. Wir gucken jetzt so ein bisschen Fernsehen. Ja, wir haben heute Mittag ja Reibekuchen gegessen und dann haben wir mittags noch gespielt, Gesellschaftsspiele gespielt, ja, dann Abendbrot gegessen und jetzt sitzen wir am Sofa. War also nichts Spektakuläres, aber es hat auch heute fast durchgehend nur geregnet und ja. Sonst Stimme, weiß ich nicht, jetzt fühlt sich das an, als wenn das so auf den Hals umschlägt und Nase zu. Mal gucken, was da noch so kommt, ne? Ja, sonst, ich übe immer noch, ich wollte gerade sagen, was wollte ich dir jetzt sagen? Ich bin immer noch am Häkeln, also am Üben und da zeige ich euch morgen mal. Mal gucken, ob ihr erratet, was das werden soll. Und ich bin mal gespannt, vor allen Dingen. Ich bin gespannt, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise ob ich das überhaupt hinkriege.
bis zum Schluss, aber werden wir ja dann sehen. Genau, ja, sonst ist heute hier nichts gewesen. Tote Hose, fast wie Sonntag, aber nur fast. Genau, dann sage ich einfach mal bis morgen. Die letzte Maschine Wäsche ist gerade im Trockner drin. Das habe ich dann heute auch alles geschafft. Dann sage ich einfach mal bis morgen. Guten Morgen, wir haben heute Samstag, den 5. Oktober und die Sonne kommt wohl raus. Also es soll heute zumindest mal nicht regnen. Das ist ja schon mal schön. Ja, ich habe heute Morgen tatsächlich bis 9 Uhr geschlafen, aber dafür war ich heute halbe Nacht wach. Das war echt heftig. Ja, wir haben jetzt schon gefrühstückt und werden jetzt den Haushalt rocken. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende bzw. einen schönen Samstag. Das liebe ich, wenn sich meine Kinder hier hinsetzen und malen. Und ich nebenher den Haushalt machen kann. So, ich bin jetzt fertig. Wir haben jetzt kurz nach 12. Wir fahren jetzt noch einkaufen und bringen Lenny zum Kumpel. Ja, und dann mal gucken, was ist. Ich habe mich ein bisschen fertig gemacht. Ganz schlicht, oh, erkennt man gar nicht. Gucke ich gleich nochmal im Licht, wie das so aussieht. Und ja, dann sage ich auch immer bis später. Nicht erschrecken, so sieht's aus. Das ist so ein, ja, helles Creme und weiß ich nicht, hellbraun. Sieht auf jeden Fall auch ganz annehmlich aus. Vor allen Dingen für mich schon fast langweilig. Udo sagte auch, sieht leichenhaft aus. Der ist die dollen Augen-Make-up schon gewohnt. Genau, und jetzt geht's los. Da bin ich wieder, oder wir sind wieder da. Wir haben mittlerweile kurz nach 16 Uhr. Und ja, wir waren schön in der Stadt gewesen. Ein bisschen bummeln, haben Eis gegessen und meine Prinzessin hat seit heute Ohrringe. Tja, das war auch was. Sie möchte ja, wollte ja auch immer Ohrringe haben, weil sie das bei mir so schön findet. Und ja, und dann hatten Udo und ich uns besprochen und dann haben wir gesagt, zur Einschulung schenken wir ihr ein paar Ohrringe. Und beziehungsweise nicht ein paar Ohrringe, sondern dass die gestochen werden oder geschossen werden. Und ja, heute waren wir unterwegs und dann sage ich zum Udo, ich sage, sollen wir mit ihr da reingehen? Ja, sagt er, kannst du ja mal fragen. Dann haben wir sie gefragt und dann wollte sie. Und dann sind wir dann zu dem Laden hin. Die ist genau wie ich die immer. Und dann steht sie davor, ich weiß nicht, ich glaube doch nicht, aber ich möchte ja Ohrringe und dies und. Ja, und dann habe ich gesagt eben, dass wenn sie die geschossen kriegt, dass das dann wehtut kurz, weil ich bin der Meinung, das bringt nichts, wenn ihnen gesagt, das tut gar nicht weh und dann tut das weh, dann hat die auch irgendwann kein Vertrauen mehr, ne? Also so sehe ich das. Also ich bin auch ein Mensch, wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, es kann wehtun, das empfindet ja auch jeder anders. Ich sage, ach, das hat gekitzelt und der nächste bricht zusammen, weil ihm das so wehtut. Ne? Aber auf jeden Fall habe ich ihr dann gesagt, ja, das könnte zwicken. Aber sie ist dann trotzdem reingegangen. Ja, und dann sind wir dann rein, dann wurden die Punkte dann drauf gemalt. Und da war noch alles gut. Und das erste Ohrloch, da hat sie dann geweint. Und dann habe ich gedacht, pass auf, das zweite lässt sie sich nicht schießen. Ich meine, wenn das so gewesen wäre, wäre das so gewesen. Aber nee, sie hat stillgehalten. Ja, und dann ist sie dann aufgestanden. Dann ist die gute Dame hingegangen und hat mit Emma getanzt. Sagt sie, das ist doch alles schön. Und dann stand die Emma vorm Spiegel und guckt so. Und dann hat sie gelacht. Das fand sie also schon schön. Und sie kann nicht verstehen. Dann ging die dann so. Ich so, was hast du, Emma? Ja, die Ohrringe fallen doch raus. Die hat alle 3 Meter gefragt, fallen die raus, fallen die raus. Ich so, die haben doch hinten so einen Stöppel, das kann doch hier nicht rausfallen, ne? Ja, gut, dann haben wir dann noch extra so eine Medizin dabei gekauft. Genau. Ich glaube, 2 € oder was das war. Ja, auf jeden Fall haben wir das gemacht, sollen wir jetzt dreimal täglich drauf machen. Und ja, mal gucken, wie das ist. 4 Wochen bleibt das jetzt drin.
Und ja, aber ich wollte doch welche mit Blumen. Ich so, nee, der Gesundheitsstecker, das bleibt jetzt erstmal so. Und wenn das Ohr dann schön verheilt ist, dann können wir da mal noch schöne Ohrringe gucken. Ja, vielleicht weiß der Nikolaus dann ja oder der Weihnachtsmann, nee, der Christkind ja auch schon, was er schenkt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Und dann waren wir dann noch unterwegs, noch ein bisschen gucken. Dann war ich bei DM drin und bei Rossmann. Ich zeige euch halt, deswegen steht auch das Schild hier. Und fangen wir mit Rossmann an. Fangen wir mit Rossmann an, dann sollte ich auch die Sache nehmen. Das waren nur zwei Teile und zwar Augenpads. Und dann fangen wir an mit den Isana Hydrogel Eyepads Glow and Shine. Strahlend schöne Augenpartie, kühlend und abschwellend. Hyaluron und Grapefruit für alle Hauttypen. Habe ich die Kassenzettel hier? Oh, das ist sogar hier. Kostet 1,99 €. Und dann habe ich noch die Hydrogel Augenpads. Ist wohl eine Limited Edition. Shine Effekt. Kühlen und glättend, Hyaluron und Aloe Vera, diese hier. Die hat auch 1,99 € gekostet. Das war's bei Rossmann. Jetzt kommen wir zu DM. Ich muss da mal hier sortieren. Und da habe ich für die Kinder einmal Mundspülung nochmal geholt. Von Dontodent ab 6 Jahre mit Apfelgeschmack. Der Lenny benutzt das so, wie man das benutzt. Und bei Emma, da lasse ich kaputt. Ich warte noch darauf, bis es runterschluckt. Naja, es klappt, aber der Lenny wollte das jetzt in erster Linie haben. Dann habe ich mir von Nivea ein Deo mitgenommen. Kann ich euch sogar die Preise sagen. Der Dontodent hat 95 Cent gekostet. Das Deo-Spray 1,95. Der Udo hat sich auch eins mitgenommen. Er wollte jetzt mal ein anderes haben, sagte er, möchte nicht immer gleich riechen. Und zwar von Bruno Banani. Absolut Man, so sieht das aus. Es riecht anders. Ich kann ja keine Düfte beschreiben. Es stinkt nicht. Keine Ahnung, es riecht frisch. So würde ich das jetzt sagen, so wie teuer war das? 2,95 €, der alte Lüchner. Er hat gesagt, kostet auch 1,99 €. Ziehe ich den gleich die Ohren lang. So, weiter geht's. Mein Fixing-Spray war alle. Und dann benutze ich das von Essence. Das Instant Matt. Und ich finde das ganz gut. Das hat gekostet 2 € und 95. Dann meine neue, vor allen Dingen Mist. Und ich habe mich vergriffen. Und die hätte ich vor auch. Von Balea die Tagescreme, diese hier. Stand ja nicht immer. Die ist jetzt reichhaltige Tagescreme mit wertvollem Mandelöl für trockene und sensible Haut. Die benutze ich ja gerne oder eigentlich schon immer. Und ich finde die gut. Aber stand da nicht immer drauf 5% Urea. So wie hier. Die sieht auch anders aus. Also die benutze ich jetzt. Aber ich meine, die habe ich davor gehabt. Ist doch wurscht. Genau, die hat gekostet 1,95 €. Dann habe ich mir nachgekauft, weil das finde ich wirklich gut, auch von Balea. Beauty Effekt für Eye, dieses Eye and Lip Serum. Das hier, das hat gekostet. Das war umsonst. Ne, 3,95 €. Das benutze ich ja gerne, also morgens und abends. Und zu guter Letzt habe ich hier die Tuchmaske, die gehen wohl raus. Diese Balea-Tuchmaske spendet kühlende Feuchtigkeit mit Wassermelonenextrakt. Die waren jetzt 70 Cent. Und die habe ich mitgenommen, beziehungsweise Emma hat die gesehen. Und die ist nach dem Muster gegangen.
und hat auch von Balair eine Tuchmaske. Magical Team spendet intensive Feuchtigkeit, magisches Dufterlebnis. Und ich muss sagen, die Verpackung ist wirklich zuckersüß. Das hat gekostet 95 Cent. Genau, das war der Einkauf, den man nebenher getätigt hat. So sieht's aus. Neben dem Eis, was wir da noch gegessen haben. Ach, das war schön. Ja, Lenny hatte keinen Bock. Der ist zum Kumpel gegangen. Fängt schon an. Ja, muss ich mich dran gewöhnen, ne? Teilweise nur noch mit einem Kind zu gehen. Aber muss auch mal sein. Genau. Wir werden jetzt, ich werde mir jetzt als allererstes eine Kopfschmerztablette einwerfen, denn die lassen mich heute nicht in Ruhe. Und ja, mal gucken, was wir machen. Ob wir noch ein Spielchen spielen oder nichts machen. Mal sehen. Wonach sieht das aus? Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen, weil wir auf das Abendbrot gewartet haben. Achtung jetzt. Der Udo tut sein Zeug drauf. Zucchini. Mehr gibt's nicht. Genau. Er muss auf seine Linie achten. So, Abendbrot wurde verzehrt und jetzt heißt es abschminken. Kannst hier von der Backe schminken hier. Genau, wir haben jetzt kurz nach 19 Uhr. Und wie gesagt, für mich heißt es jetzt abschminken. Da könnt ihr sehen. Und ja, dann spielen wir noch ein bisschen Karten, gucken noch was Fernsehen. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Dann ist der auch schon wieder vorüber. Genau. Bin mal gespannt, was geguckt wird. Dann lasse ich mich überraschen. Und ja, sonst steht heute nichts mehr an. Ich sag einfach mal bis morgen. Schmink mich jetzt hier noch in Ruhe ab. Und morgen ist ein neuer Tag. Bin schlau, ne? Guten Morgen. Wir haben heute Sonntag, den 6. Oktober. Ich muss einmal unters Dach. Es fängt schon wieder an zu regnen. Wir haben mittlerweile 9:30 und haben schon gefrühstückt zusammen. Ja, hier war gerade auch eine große Vogelschar am Frühstücken. Ja, wie gesagt, es regnet und wir haben, glaube ich, gerade nur 9 Grad. Ich glaube, 10 sollen es heute auch nur werden. Ist richtig frisch. Guten Morgen, jetzt seht ihr mich auch ganz schön müde. Ich habe doch jetzt am Wochenende echt ein Luxusleben gehabt. Der Udo hat mich gestern bis 9 schlafen lassen. Heute hat er mich auch schlafen lassen, da bin ich aber um 7:45 aufgestanden. Und ja, Freund Hugo ist auch da. Puh, keine Ahnung, was die immer im Gesicht wollen. Ja, Wetter ist nicht berauschend, es soll heute irgendwie nur regnen. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, was heute noch so ansteht. Ja, ich habe jetzt erstmal Haushalt zu machen, saugen, wischen, ne, wischen nicht, aber Wäsche falten. Und so weiter und so fort, was man so zu tun hat. Die Kinder spielen gerade oben, die haben gemalt, die kommen gleich runter und wollen weitermalen. Irgendwie so, lassen wir uns mal überraschen. Ja, sonst, außer dass es frisch ist, steht nichts Besonderes an oder ist nichts geplant. Wir lassen uns einfach mal überraschen und gucken, was der Tag noch so bringt. So, jetzt habe ich mich einmal fertig gemacht. Und zwar in so einem Orange, Gold, Kupfer, hoppala. Genau, da hinten, das ist alles Wäsche für morgen, für die Kinder, das habe ich schon rausgelegt. Ja, wir werden jetzt einmal losfahren und Udos Auto tanken. Ich denke mal, dann eine Runde fahren, weil bei dem Wetter, was will man da groß machen? Wir hatten eigentlich Pläne, aber der Regen hat uns das vermiest. Das ist bestimmt schon seit 3 oder 4 Stunden nur am Binnenfäden regnen. Tja, was werden wir da machen, ne? Genau, ich denke mal, wir werden dann jetzt eine Runde fahren. Wenn wir wiederkommen, wird Mittag gegessen. Dann werden wir,
irgendwelche Gesellschaftsspiele spielen und dann ist der Tag auch schon fast wieder um. Genau, dann werden wir jetzt einmal losstarten. Wir haben 2:30 und wir haben jetzt Mittag gegessen. Ich habe auch schon wieder alles abgeräumt und weggeräumt und in die Spülmaschine geräumt und meine Schminkpinsel gewaschen. Genau, jetzt heißt es erstmal kurz Mittagspause und dann denke ich mal, zocken wir weiter. Denke ich mal. Mal gucken, wie das aussieht. Aber jetzt hat das vorhin mal auf kurz, wenn das eine halbe Stunde war, dann war das viel, hatte das aufgehört mit Rechnen. Und jetzt regnet das schon wieder. Also so ein richtiges, blödes Wetter. Genau. Aber dafür machen die Augen alles wett. Ja, jetzt werden wir uns mal ein paar Minütchen hinsetzen und mal gucken, wie es dann gleich weitergeht. So, jetzt wird hier gezockt. Ach ja, Werbung wegen Spielnamenserkennung. Ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Ich? Schummelfratzer. Da hast du Schummelfratzer. Da, der hat gerade geschummelt und gewonnen. Ich? Der Schummel. Nee, ich habe überhaupt nicht geschummelt. Du Schissmacher Siegfried. Gar nicht. Ja. Unmöglich. Ich würde nie schummeln. Nein. So, jetzt geht's hier weiter. Wir haben mittlerweile 16:30 und wir haben jetzt noch gespielt. Die Kinder spielen jetzt gerade noch Uno. Die wollten zu Ende zocken. Und für uns passiert heute nicht mehr viel. Es ist nur noch am Schütteln. Richtig kühl, also so kalt, dass der Udo heute sagte, ja, ich glaube, wir machen nochmal die Heizung an. Ne? Ja, ich glaube, wir haben wie gesagt 9 oder 10 Grad. Und ich denke mal, ich werde den Vlog jetzt beenden. Wünsche euch trotzdem noch einen schönen Restsonntag. Vielleicht habt ihr ja besseres Wetter als wir und könnt noch irgendeine Kleinigkeit unternehmen. Ich werde dann jetzt das Video bearbeiten und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.